Die Herrscher erkannten auch, dass Kühe depressiv, träge und unproduktiv werden, wenn man sie daran hindert, vom Bauernhof zu fliehen. Ein Sklave ist im Allgemeinen dann am produktivsten, wenn er im Glauben ist, er sei frei. So müssen die Sklavenhalter ihren Sklaven die Illusion der Freiheit geben, um sie effektiv ausbeuten zu können. So bist auch du frei zu gehen, aber nie in eine reale Freiheit, nur zu einem anderen Bauernhof, weil die ganze Welt ein Bauernhof ist. Sie hindern dich daran, reich zu werden, sie begraben dich unter endlosen Schreibarbeiten, sie schränken dich in deiner Arbeitswahl ein, aber du bist frei zu gehen. Die Illusion der Mobilität, der Freiheit, dorthin zu gehen, wo man will, wird konstant aufrechterhalten. Genau wegen dieser Schwierigkeiten schaffen es nur sehr wenige Leute wirklich zu gehen, sich vom System zu lösen. Denn wenn nur eine von 1000 Kühen flieht, aber die Illusion der Fluchtmöglichkeit die Produktivität der verbleibenden 999 bedeutend steigert, dann bleibt ein Nettogewinn für den Farmer. Wir werden auch durch Genehmigungen auf der Farm gehalten. Die produktivsten Viehbestände sind die Fachleute. Also statten sie die Herrscher mit einem elektronischen Hundehalsband aus, auch Lizenz genannt. Die Lizenz genehmigt ihnen den Handel, jedoch nur auf dem eigenen Bauernhof. Um die Illusion der Freiheit auf bestimmten Bauernhöfen weiter aufrechtzuerhalten, darf das Vieh zwischen einigen Landwirten wählen, welche aber wiederum von den Investoren gestellt werden. Bestenfalls darf das Vieh also kleine Wahlen abhalten. Ihm wird aber nie die Wahl gegeben, den Bauernhof zu schließen und wirklich frei zu sein. Regierungsschulen sind ideologische Drillinstitute für Vieh. Sie hämmern den Kindern ein, den Bauernhof zu lieben, lehren sie, die wahre Freiheit und Unabhängigkeit zu fürchten und jeden anzugreifen, welcher die Wirklichkeit der menschlichen Versklavung in Frage stellt. Außerdem fördern sie die Intellektuellen so, dass die Staatspropaganda weitergehen kann. Die lächerlichen Widersprüche der Staatlichkeit, wie Religion, kann nur durch eine endlose Propaganda bereits im hilflosen Kindesalter gestützt werden. Die Idee, dass Demokratie und eine Art von sozialem Vertrag die Ausübung von Brutalität an Milliarden rechtfertigt, ist offenkundig lächerlich. Wenn du einem Sklaven sagst, dass seine Vorfahren sich die Sklaverei ausgesucht haben und er somit ebenfalls an ihre Entscheidung gebunden ist, wird er einfach sagen: Wenn Sklaverei eine Wahl ist, dann wähle ich, kein Sklave zu sein. Dieses ist die erschreckendste Aussage für die herrschende Klasse, welche umso mehr darum bemüht ist, ihre Sklaven so auszubilden, dass sie jeden angreifen, der sich traut, dies auszusprechen. Staatlichkeit ist keine Philosophie. Staatlichkeit beruht nicht auf historischen Beweisen oder auf rationalen Prinzipien. Staatlichkeit ist eine rückwirkende Rechtfertigung für Besitz an Menschen. Staatlichkeit ist eine Entschuldigung für Gewalt. Staatlichkeit ist eine Ideologie und alle Ideologien sind Variationen der menschlichen Viehhaltungspraktiken.
Religion ist der perfekte Aberglaube, entworfen, um unsere Kinder mit der Furcht zu lähmen, dass sie endlos leiden müssten, um erlöst zu werden. Nationalismus ist der aufgemotzte Fanatismus, entworfen, um ein Stockholm-Syndrom im Viehbestand zu schaffen. Das Gegenteil von Aberglaube ist nicht ein anderer Aberglaube, aber die Wahrheit. Das Gegenteil von Ideologie ist nicht eine andere Ideologie, sondern eindeutige Beweise und vernünftige Prinzipien. Das Gegenteil von Aberglaube und Ideologie, von Staatlichkeit, ist Philosophie. Vernunft und Mut werden uns befreien. Du musst kein Vieh sein. Nimm die rote Pille. Wach auf!